Hallo, willkommen zum Versuch Mikroskopie. Hier könnt ihr euer Mikroskop sehen, was ihr für den Versuch benutzen würdet, wenn ihr es halt live machen würdet. Das schaltet ihr hier ein. Hier könnt ihr das Licht anmachen. Und dann würdet ihr hier das Objektokular nehmen. Erstmal auf die Platte drauflegen. So. Und dann könnt ihr hier mit dem oberen Drehteil halt einstellen, ob ihr halt das Ganze nach vorne und hinten bewegt. Und hier könnt ihr halt nach links und rechts das Ganze einstellen. Wir versuchen dann halt das Ganze in die Mitte zu kriegen, wo halt auch der Lichtkegel ist. Und hier unten können wir auch die Höhe einstellen. Und hier vorne könnt ihr die Lichtintensität einstellen. Halt, wenn ihr reingucken würdet, könnt ihr sehen, dass es halt heller oder dunkler wird. So, und wenn wir dann halt reingucken, versuchen wir die Probe scharf zu stellen. Am besten macht ihr das, indem ihr halt die Höhe verschiebt. Und dann seht, ob es halt schärfer oder unschärfer wird. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir hier auf die nächste Vergrößerungsstufe drauf gehen. Und gucken wir wieder, wo unsere Probe ist, sortieren uns rein und dann machen wir es bei der nächsten und gucken halt wieder, wo die Probe ist und dann können wir halt sehen am Objektokular und am Objektivokular die Striche zählen, wann die überlappen und dann wisst ihr, habt ihr das Ganze kalibriert. Und wenn ihr das gemacht habt und wisst halt, wie breit eure Striche auseinander sind, dann nehmt ihr halt die Probe weg, tut die weg und legt stattdessen die Probe hin und guckt halt, dass ihr die wieder fokussiert kriegt. Vielleicht müsst ihr es zurückdrehen, dass ihr halt erstmal auf die größte Stufe wieder seid, um halt euch zurechtzufinden, dann halt wieder euch runterarbeiten. Und wenn ihr das halt gemacht habt, dann könnt ihr anfangen, die Probe zu zählen und die Partikel abzählen. Dann würdet ihr halt, wenn ihr hier seid, jeder ja, 25 Partikel von euch zählen, ja, 25 Partikel zählen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist der Versuch fertig. Dann würdet ihr das Ganze auftragen im Diagramm, so wie es halt im Skript beschrieben ist, um halt die Verteilungsfunktion rauszukriegen.